Hallo Leute und willkommen zu einem ganz besonderen Vlog. Ja, was soll ich sagen? Wie ihr ja wahrscheinlich in meinem letzten Video gesehen habt, beziehungsweise falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch definitiv an, weil da findet ihr diese ziemlich wichtigste Info ever. Etwas, wodurch mein Leben eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Und zwar habe ich tatsächlich einen Medizinstudienplatz bekommen. Leute, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich grinse auch die ganze Zeit wie so ein Honigkuchenpferd. Sorry, falls ich total nervig rüberkomme, aber ich kann euch gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, wirklich. Jetzt steht auf jeden Fall erst einmal ein Umzug an für mich. Und ich dachte, dass es vielleicht ganz cool wäre für einige von euch zu sehen, wie man sowas überhaupt angeht. Also, was man alles beachten muss bei einem Umzug oder generell bei der Vorbereitung auf ein Studium. Weil ich persönlich bin noch nie umgezogen in meinem Leben. Ich bin noch nie ausgezogen von zu Hause. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Formalitäten, die geklärt werden müssen, wie zum Beispiel Exmatrikulation aus meiner alten Uni, Immatrikulation einer neuen Uni. Und ich dachte mir einfach, falls ihr auch so unerfahren seid wie ich und bei euch vielleicht auch ein Umzug ansteht, dann könnte das ja ganz interessant sein, das zu sehen, wie das so gehandelt wird. Ja, es ist heute Montag und ich habe vorgestern meine Zulassung bekommen, also am 8.2. Und ich habe gestern dann sofort angefangen, Vermieter anzuschreiben. Und ich habe tatsächlich schon einige Rückmeldungen bekommen, was mich sehr gefreut, aber auch sehr überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie länger dauert. Und ich habe tatsächlich jetzt schon zwei Besichtigungstermine ausgemacht. Und dafür schreibe ich mir gerade eine To-Do-List. Ich halte jetzt hier mal ganz bewusst die Hand über die Adresse, weil es könnte sein, dass das meine neue Adresse ist. Naja, hier habe ich auf jeden Fall einmal aufgeschrieben, was ich mitbringen muss, wie hoch die Miete sein wird und Fragen an den Vermieter. Beziehungsweise da bin ich gerade dabei, das aufzuschreiben. Also das ist jetzt noch nicht alles, was ich fragen möchte. Einfach damit ich den Überblick behalte, weil das einfach eine recht neue Situation ist für mich und ich auch ein bisschen nervös und aufgeregt bin. Und ich möchte da auf keinen Fall irgendwas Wichtiges vergessen, weil jetzt geht es ja auch um viel Geld. Das ist natürlich jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber einfach damit ihr wisst, wo ihr zum Beispiel gucken könnt, wenn ihr auch auf der Suche nach einer Wohnung seid. Ich habe erst einmal bei Immowelt und bei Immobilienscout geguckt und mir haben jetzt tatsächlich zwei Vermieter von Immowelt zurückgeschrieben. Und ja, wenn ich Glück habe, ist ja vielleicht jetzt schon eine Wohnung dabei, wenn sie mich dann nehmen. Leute, es ist mittlerweile schon fast 10:30 und ich bin gerade eben noch mal alles zum Thema Wohnung mit meiner Mama durchgegangen, weil wir ja wie gesagt jetzt zwei Wohnungsbesichtigungen vor uns haben und sie da einfach viel mehr Erfahrung hat als ich. Deswegen, ich würde euch definitiv raten, wenn das euer erster Umzug ist, dann sucht euch irgendwen, der Erfahrung damit hat. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass meine Mutter sich jetzt momentan so viel Zeit nimmt, das mit mir zu machen. Genau, und dann habe ich noch eine To-Do-Liste erstellt, die ich jetzt so die kommenden Tage abarbeiten werde. Dazu gehört zum einen natürlich eine Schufa-Auskunft. Das braucht man eben meistens, wenn man eine Wohnung mieten will. Das bedeutet im Prinzip, dass man nirgendwo Schulden hat oder nirgendwo negativ aufgefallen ist, weil Sie wissen, was ich meine. Dann muss meine Mama die letzten drei Gehaltsnachweise erbringen, weil ich natürlich über eine Elternbürgschaft die Wohnung bekomme, weil ich kein eigenes Einkommen haben werde. Ja, dann, was als erstes morgen ansteht, ist meine Exmatrikulation. Das heißt, morgen früh werde ich mich erstmal auf den Weg nach Essen begeben und das über die Bühne bringen. Und dann erfolgt die Immatrikulation. Bevor man sich aber immatrikulieren kann, müsste man erstmal sein Zulassungsangebot annehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich habe tatsächlich mein Zulassungsangebot noch nicht angenommen, weil ich eben einfach noch gucken wollte, ob sich in Köln, was ja meine erste Präferenz war, noch irgendwie was tut. Weil es ist eben so, dass die Koordinierungsphase, das heißt die Phase, in der man Zulassung kriegen kann, dass die noch bis zum 24.02., mein Geburtstag, zufälligerweise, geht. Das heißt, dass man in der Zeit theoretisch auch noch eine andere Zulassung kriegen kann. Ich zeige euch das am besten einmal. So, genau. Hier seht ihr jetzt meinen ursprünglichen Rang. Und das hier sind die ausgeschiedenen Bewerbungen. Und das sind die Plätze, die im ADH, also in meiner Quote sozusagen, erhältlich sind. Was man also machen muss, ist, man subtrahiert das hier von diesem Rang
Und dann bekommt man im Prinzip seinen neuen Rang raus. Und dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, wie viele noch vor einem sind, bis man zu diesem Grenzrang kommt. Und wäre das zum Beispiel heute so gewesen, dass noch viele Leute ausscheiden und ich noch eine Chance gehabt hätte in Köln, dann hätte ich tatsächlich noch ein bisschen abgewartet. Aus dem einfachen Grund, weil wenn ich in Köln studieren würde, dann wäre das für mich ein bisschen weniger Aufwand, weil ich eben nicht sofort ausziehen müsste. An sich bin ich mit Münster als Uni exakt genauso zufrieden, wie ich es wäre, wenn ich jetzt eine Zulassung für Köln erhalten würde. Also ich freue mich exakt gleich. Das Einzige, was es halt, wie gesagt, wäre, ist halt der geringere Aufwand. Aber da es momentan nicht so aussieht, also heute sind nur so 15 Leute noch abgesprungen und vor mir sind immer noch 250 oder so, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mein Angebot einfach anzunehmen. Und ich bin damit auch sehr glücklich mit dieser Entscheidung, weil das Ganze immer weiter rauszuzögern und auf etwas zu warten, was vielleicht nie eintritt, das ist einfach nicht so ganz meine Sache. Und da kommt gerade meine Schwester. So, ihr seid jetzt dabei bei dem historischen Moment, wo ich meine Zulassung annehme. So, ich hoffe, man kann jetzt hier keine persönlichen Informationen sehen. Hier könnt ihr übrigens auch mal gucken, wie das aussieht. Und zwar meine erste Zulassung kam hier in Nürnberg. Danach kam Würzburg. Danach kam Bayreuth. Dann Tübingen. Dann Mainz. Und dann Münster. Ja, an denen habe ich keine erhalten. Und hier oben auch nicht. Und jetzt ist es soweit. Okay, ich mache gerade einen viel zu großen Deal da draus. Hier, irgendwo prüfen, annehmen. Ja doch, ich muss hier draufklicken. Ah, ich will nichts falsch machen. Hilfe, Bewerbung anzeigen. Nein, nein. Prüfen, annehmen. Okay. Angebot anklicken. Es passiert nichts. Hallo? Wie crank. So Leute, ich war gerade, beziehungsweise ich bin gerade noch das letzte Mal an meiner alten Uni, an der Uni Duisburg-Essen übrigens. Es haben sich ja viele Leute gefragt, wo ich Psychologie studiert habe und jetzt kann ich es auch sagen. Ja, ich habe an der Uni Duisburg-Essen studiert und habe mich gerade exmatrikuliert. Das heißt, es ist offiziell, es gibt kein Zurück. Nein, es war super unkompliziert. Also ich musste ungelogen nur so eine Seite, beziehungsweise noch nicht mal eine Seite ausfüllen, sondern nur so zwei Kreuzchen setzen und meinen Ausweis zeigen und dann war es fertig. Also ich habe mir den ganzen Prozess irgendwie komplizierter vorgestellt. Ja, ich muss sagen, momentan läuft alles echt richtig smooth. Also meine To-Do-List wird nacheinander immer weiter abgehakt. Naja, ich fahre jetzt nach Hause und gehe dann arbeiten. Talk to you later. Gerade in der Waschanlage, damit unser Auto auch fancy aussieht und wir einen guten Eindruck machen bei der Fotobesichtigung. Ich bin ja ein großer Fan von Waschanlagen. Ich liebe die. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe gerade gesehen, dass mein Bescheid Da ist das gute Stück. So sieht das Ganze jetzt aus und hier unten kann man eben gucken, wann man seinen Bescheid bekommen hat. Also für mich ist das heute der 13.2. Das heißt, ich kann mich vom 17. bis zum 24.2. immatrikulieren. Ich werde das Ganze jetzt auch sofort angehen, damit das bloß nicht zu spät bei denen eingeht. Deswegen werde ich mir das Ganze jetzt mal aufmerksam durchlesen und dann meine ganzen Dokumente zusammensuchen, die ich dann dahin schicken muss für die Immatrikulation. Und dann ist es schon offiziell. So, Freunde, wir fahren jetzt nach Münster und ich bin schon richtig, richtig nervös irgendwie, weil das ist meine erste Wohnungsbesichtigung, also ever, so in meinem Leben. Und ich habe irgendwie Angst, dass der Vermieter mich nicht mag. Ja, deswegen habe ich mich auch ein bisschen rausgeputzt, wie ihr sehen könnt. Locken, bling, bling. Meine Mutter wird mich begleiten und ich bin auch super dankbar dafür, weil ich habe einfach keine Ahnung, worauf man so achten muss bei einer Wohnung. Und ich werde euch dann nachher mehr berichten und vielleicht schon mal ein paar erste Eindrücke von Münster zeigen. Musik
Wir stehen gerade im Stau. Beziehungsweise man kann es noch nicht mal mehr Stau nennen. Es geht nämlich ungelogen 0,00 Meter voran. Wir waren leider, wir haben es zu spät gecheckt. Weil wir zu doof sind, das Navi richtig zu interpretieren. Beziehungsweise einfach mal aufs Navi zu hören. Schlauer als das Navi. Ganz besonders schlecht. Ich kämpfe immer gegen das Navi. Auf jeden Fall. Kurz zu der Wohnungsbesichtigung. Es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also die Wohnung war gerade frisch saniert. Also alles war wirklich komplett neu und modern. Und es hat mir echt super, super gut gefallen. Und der Vermieter hat mir auch ein bisschen schon so durch die Blume zugeflüstert, dass wir wohl einer seiner Favoriten sind. Genau. Wie kann man auch uns nicht als Favoriten nehmen? Weiß ich auch nicht. Naja, und auf jeden Fall habe ich eventuell sogar auch schon eine potenzielle Mitbewohnerin. Das heißt... Das war nämlich die zweite Favoritin. Genau. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen im Prinzip. Und naja, ich will mich jetzt noch nicht so früh freuen, weil wer weiß, vielleicht nimmt er doch wen anders, aber das wäre echt super. Weil die Lage ist top, die Einrichtung sieht gut aus, also die Küche und das Bad ist wirklich super modern. Auf jeden Fall habe ich am Montag noch eine Besichtigung und am Donnerstag. Aber ich hoffe sehr, dass jetzt die erste Wohnung klappt, weil die mir jetzt echt am besten gefallen hat, muss ich sagen. Aber Münster ist wirklich eine ganz bezaubernde Stadt. Also so viel altes Gemäuer mit ganz wundervollen Renaissancegiebeln und voller Geschichte ist diese Stadt. Ich bin echt auch ein riesen Münster-Fan. Also ich finde es richtig gut. Also fühle mich sehr wohl. Gut, das reicht dann. Ciao. So Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe einfach meine Wohnung bekommen. Ich habe die erste fucking Wohnung bekommen, die ich angeguckt habe. Ich bin heute nach Münster gefahren und zwar mit der Bahn, was dementsprechend lange gedauert hat von Köln aus. Dann gab es natürlich wieder einige tolle Signalstörungen. Wie sollte es auch anders sein bei der DB? Auf jeden Fall habe ich mich dann erstmal mit dem Mädchen getroffen, die ich am Samstag bei der Wohnungsbesichtigung auch getroffen habe, weil wir eventuell Mitbewohner werden. Also eine WG zusammen, zu zweit. You know? Genau, und dann sind wir erst einmal zusammen zur Uni gelaufen. Und Leute, falls ihr noch nicht in Münster wart, die Uni ist einfach ein Schloss. Und das meine ich nicht übertrieben. Das heißt ungelogen, Schloss, dieses Gebäude. Auf jeden Fall bin ich mich dann einschreiben gegangen. Das heißt übrigens auch, dass ich jetzt offiziell mich selber Medizinstudentin schimpfen darf. Das ging super schnell, also war richtig, richtig easy und schnell. Und dann bin ich in den Bus gestiegen, um zu einer anderen Wohnungsbesichtigung zu fahren. Und Leute, was ist passiert? Im Bus wurde ich angerufen von dem Vermieter von Samstag. Und er hat mir einfach gesagt, dass ich seine Auserwählte bin. Und Leute, ich habe mich so gefreut, weil ich muss ganz ehrlich sein, so die letzten zwei Tage ging es mir nicht sonderlich gut. Da habe ich auch nicht wirklich, beziehungsweise gar nichts gevloggt, weil ich einfach irgendwie Panik bekommen habe. Und ich weiß, es ist dumm, weil ich erst seit einer Woche meine Zulassung habe und das alles passiert gerade in rasanter Geschwindigkeit. Aber ich hatte einfach schon so Paranoia, dass ich irgendwie keine Wohnung finde und dass ich dann am Anfang in einem Hostel wohnen muss oder irgendwie so. Und ja, keine Ahnung, es ist ja auch alles wirklich eine neue Situation für mich. Also ich bin noch nie ausgezogen und es ist alles my first time und so. Und ja, ich habe mir halt irgendwie einfach voll viel Sorgen gemacht. Und ich habe auch angefangen, mir Sorgen zu machen wegen dem Studium, weil ich bin einfach eine Person, wenn mir etwas Gutes passiert, dann suche ich sofort den Haken an der Sache. Aber diese Wohnung hatte mir einfach so unglaublich gut gefallen, sowohl halt von der Ausstattung her, als auch vor allem von der Lage. Die Lage ist einfach fucking schlagbar. Ich kann ungelogen zu Fuß zur Uni laufen. Wie krass ist das? Das ist wie zu Schulzeiten. Und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich eine Wohnung. Und genau deshalb dachte ich mir, beende ich diesen Vlog jetzt hiermit, weil die Hauptsache an Organisation, ich sag mal so im Groben, ist ja jetzt geschehen. Ich habe mich immatrikuliert, ich habe eine Wohnung gefunden, ich habe mich exmatrikuliert. Wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen oder von meinem anstehenden Studium, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und guckt auch mal in die Infobox, weil da findet ihr meine ganzen sozialen Medien, falls ihr mir da folgen wollt. Und dann würde ich sagen, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ich habe... Ich bin so lame.
Wir sehen uns dann in 100. Und wir sehen uns in 100 Jahren wieder. Wenn wir dann endlich aus dem Stau raus sind. Meine Brille ist die ganze Zeit so hart am Reflektieren. Meine nicht, die ist ultra entspiegelt. Na, hat auch viel Geld gezogen. Ganz toll, Heike. Ja, ganz toll. Ein ganz tolles Modell. Nein, mir. Du verbringst ja sehr viel Zeit demnächst an der Uni. Jeden Tag mindestens 4 Stunden. Das ist richtig viel Zeit. Dann noch im Labor. Dann noch in der Bibliothek. Da weiß man gar nicht, wann man zum Leben kommt. Es gibt gar kein Leben mehr.